Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henrik Hiesor. Ich bin zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, die diese Reihe organisiert haben, vom Institut für Europäische Kunstgeschichte. Wir haben diese Reihe ja zusammen organisiert mit der Fotobiennale und dem Deutsch-Amerikanischen Institut. Für die Leute, die zum ersten Mal hier sein sollten, das ist der vierte Teil einer Reihe, in der es um Gespräche zwischen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Fotografen, Fotografinnen oder Fotokünstlerinnen im weiteren Sinne geht. Weil, wie Sie sich vielleicht erinnern werden, wenn Sie beim letzten Mal dabei waren, war ja da die ganz große Frage, ist digitale Fotografie überhaupt Fotografie? Das hat ja Herr Rautert etwas polemisch in die Runde geworfen. Wir hatten uns zum Auftakt mit Poptheorie beschäftigt, haben dann uns die Medien angeschaut, beim letzten Mal dann eben die Bildwissenschaft und heute kommen wir eben ganz spezifisch zur Wirtschaft zu sprechen. Und da freue ich mich ganz besonders auf unsere beiden Gäste, die wir heute Abend als Gesprächspartner hier haben. Das ist einmal Herr Benjamin Samuel und zum anderen Herr Achim Wambach. Ich werde Ihnen beide kurz vorstellen. Im Anschluss wird Herr Samuel Ihnen dann sein Œuvre vorstellen, damit Sie auch eingesehen sind in das, über was dann im Anschluss gesprochen wird. Und dann eben wird Herr Wambach mit Herrn Samuel ein Gespräch führen. Kurz noch ein Hinweis, der nicht ganz unwichtig ist, deshalb bitte ich Sie genau zuzuhören. Sie wissen, wir sind in der vorlesungsfreien Zeit und wir sind hier an einem Institut zu Gast. Und das bedeutet, dass, und warten Sie, lassen Sie mich ganz ausreden, ehe Sie jetzt in Panik verfallen, um 19 Uhr wird dieser Gebäudetrakt abgesperrt. Das heißt, wenn Sie vor 19 Uhr diese Veranstaltung verlassen wollen, was ich natürlich nicht hoffe und auch nicht annehme, dann müssten Sie tatsächlich vor 19 Uhr rausgehen, weil Sie sonst nicht mehr rauskommen. Es sei denn, und jetzt kommt der zweite Teil, Sie gehen mit uns alle um 19.30 Uhr dann eben raus. Genau, ich sage das zu Ihnen auch nochmal. Wenn Sie vor 19 Uhr gehen möchten, dann müssten Sie um kurz vor 19 Uhr dieses Gelände verlassen, weil um 19 Uhr wird hier abgeschlossen. Sie können aber mit uns allen um 19.30 Uhr dann hier raus. Das wollte ich nur kurz sagen. Nein, weil sonst werden Leute um 19.15 Uhr rausgehen, draußen am Geländer rütteln, total panisch hier reinkommen und sagen, ich will hier raus und ich komme nicht raus. Deshalb, Sie haben die Wahl vor 19 Uhr oder mit uns allen um 19.30 Uhr. Das als bitte. Genau. So, also das nur in technischer Sache. Schauen Sie also auf die Uhr, wenn Sie vor 19 Uhr weg müssen. Damit komme ich jetzt zur Vorstellung unserer beiden Gesprächspartner heute Abend. Ich fange an in alphabetischer Reihenfolge mit Herrn Benjamin Samuel Koren, geboren in Frankfurt am Main. Und das ist etwas, was man zuweilen bei einer Vorbereitung einer Reihe so noch gar nicht im Blick hat. Was mir eigentlich erst aufgefallen ist, als ich jetzt heute Abend diese Einführungen vorbereitet habe, dass die beiden wunderbar zueinander passen, weil es beides Personen mit einem sehr internationalen Hintergrund sind, beide mit einem vielfältigen Portfolio, was ihre Studien angeht. Insofern also sind sie auch beide wirklich ideale Gesprächspartner füreinander. Herr Benjamin Samuel Koren, geboren in Frankfurt, hat Architektur, Filmwissenschaft und Musik studiert, und zwar zunächst an der New York University, dann an der University of Miami, an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der Architectural Association in London. Er hat dort auch 2005 für sein Studentenprojekt Harmonic Proportion in Amorphic Form, a Music Pavilion in Hyde Park, eine Medal Commendation bekommen, also eine Auszeichnung, und zwar bei dem President Medals Award des Royal Institute of British Architects. Und er hat dann im Anschluss für die Advanced Geometry Unit des britischen Ingenieurbüros Arup in London und für das renommierte Architektenbüro Herzog in de Meuron in Basel und in Hamburg gearbeitet. 2009 hat er eine eigene Firma gegründet, One-to-One in Frankfurt am Main, die inzwischen aber auch in New York ansässig ist. Und er hat dort unter anderem an zwei Projekten mitgearbeitet, die Sie vielleicht alle kennen. Das eine ist das Louvre Abu Dhabi von Jean Nouvel, das 2017 eröffnet hat, wo die Firma von Herrn Koren eben das Dachkonzept, den sogenannten Lichtregen, praktisch in einem Modell umgesetzt hat. Das, wenn Sie dieses Dach kennen, das ist eine sehr intrikate Konstruktion mit ganz komplexen Öffnungen, wo eben dieses Licht so durchgefiltert wird. Und das musste man eben erst einmal in einem Modell sozusagen vorberechnen, damit man anschließend diese sehr aufwendige Konstruktion aus 9.988 Aluminiumstäben, 4.316 lasergeschnittenen Edelstahlknoten und 976 Schichten Aluminiumblechverkleidung. Das musste alles innerhalb von 6 Monaten dann auch umgesetzt werden. Und dazu brauchten sie natürlich
ein Modell und das wurde eben von der Firma von Herrn Koren dann eben berechnet und als haptisches Modell dann auch umgesetzt. Das zweite Projekt kennen Sie sicherlich auch alle, das ist nämlich der große Saal der 2017 eröffneten Elbphilharmonie in Hamburg, die sogenannte Weiße Haut, die also auch von der Firma von Herrn Koren eben entsprechend präpariert wurde. 2016 hat er mit One eine Zweigstelle in New York eröffnet. Er arbeitet in Frankfurt und in London, ist jetzt aber seit Dezember 2019 auch dauerhaft in New York ansässig, weil er die Green Card bekommen hat. Unter dem Künstlernamen Benjamin Samuel erschafft Herr Koren Kunstwerke, Skulpturen und Lichtinstallationen. Und diese Serie von Lichtinstallationen entstehen eben, indem er Tausende von Daten, zum Beispiel auch Noten, Standbilder, literarische Texte, Comicstrips oder eben Tageskursstände der Börse mittels programmierter Computeralgorithmen verdichtet, sozusagen optisch dann eben zu einem Pattern, zu einem Muster sichtbar macht. Und wir werden uns ja heute Abend insbesondere dann mit zwei Projekten, eben dem deutschen Aktienindex 30+1 und dem Dow Jones Industrial 30+1 beschäftigen, wo er eben im Krisenjahr 2008 Börsenkurswerte der deutschen und der US-amerikanischen Aktienmärkte eben übersetzt hat in eine visuelle Erscheinung. Zuletzt war jetzt sein Werk in diesem Jahr auch ausgestellt, und zwar die sogenannten Diabelli-Variationen 33+1, wo er die gesamten Noten des musikalischen Variationswerkes von Ludwig van Beethoven, eben die Diabelli-Variationen, ebenfalls mithilfe eines Algorithmus eben verdichtet und sichtbar gemacht hat. Und das war jetzt im Beethoven-Jahr 2019 bis zum 3. Februar in Bonn im Beethoven-Haus ausgestellt. Der Gesprächspartner von Herrn Koren heute Abend wird sein Herr Professor Achim Wambach, PhD, und Sie werden gleich sehen, warum ich das so betone, denn jetzt sehen Sie diesen ebenfalls sehr internationalen Hintergrund, denn Herr Wambach hat ein Doppelstudium der Physik und Mathematik an der Universität zu Köln eben durchgeführt, hat dann an die Universität Oxford gewechselt, wo er 1994 in Physik promoviert wurde, deshalb der PhD, und er erwarb danach 1995 einen Master of Science in Economics an der London School of Economics und Political Sciences. Sie sehen also zweimal Personen, die im Ausland und eben auch in London dann waren. Er hat 2000 seine Habilitation in Volkswirtschaftslehre an der Universität München absolviert, war dann von 2001 bis 2005 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg, bevor er dann 2005 bis 2016 die Position des Direktors des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln übernahm. Seit April 2016 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, vor allem aber seit diesem Zeitpunkt auch Präsident des ZEW, des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Das ist ein 1991 gegründetes Forschungsinstitut mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen rund zwei Drittel wissenschaftlich tätig sind. Und dort wird dann gearbeitet auf dem Gebiet der anwendungsbezogenen empirischen Wirtschaftsforschung. Das heißt also, es geht vor allem um die Bearbeitung international vergleichbarer Fragestellungen im europäischen Kontext sowie den Aufbau von wissenschaftlich bedeutenden Datenbanken. Das heißt, zentrale Aufgaben dieses Zentrums sind die wirtschaftswissenschaftliche Forschung, die wirtschaftspolitische Beratung und der Wissenstransfer. Das heißt, Sie haben hier also auch wieder eine Verbindung. Es geht in beiden Fällen also auch sehr stark um Daten. Seit 2014 ist Herr Wambach Mitglied der Monopolkommission und seit 2016 auch deren Vorsitzender. Er wurde im September 2018 zum Co-Vorsitzenden der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 der Bundesregierung berufen. Ich könnte jetzt noch zahlreiche weitere Ämter aufzählen, will aber nur noch kurz darauf hinweisen, dass Herr Wambach in seiner Forschung sich vor allen Dingen mit den Schwerpunkten Marktdesign und Wettbewerbspolitik beschäftigt. Und insofern war er für uns eben auch der Ansprechpartner für heute Abend, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich der ideale Gesprächspartner für Herrn Samuel, der jetzt erst einmal uns einführen wird in sein Oeuvre im Rahmen einer Präsentation. Vielen Dank. So, vielen Dank, Herr Professor Kieser, für die Einladung. Ich möchte darauf auch anmerken, zu diesem kuriosen Datum, jemand wie ich, der sich in seiner Arbeit ja auch mit der Anordnung, Darstellung und Auswertung
und Deutung von Zahlenreihen befasst, ist das heutige Datum der 20.02.2020 natürlich gleich aufgefallen und ich vermute fast, dass dies kein Zufall war. In Kürze werde ich meine beiden Lichtarbeiten zum DAX und Dow Jones vorstellen. Dabei möchte ich anmerken, dass ich jetzt, dass ich weder Finanzkrisenexperte noch Börsenspezialist bin. Mich das Thema der Börse im Krisenjahr 2008 allerdings aus verschiedenen Gründen, persönlichen Gründen, wie wahrscheinlich auch so viele in diesem Raum, fasziniert hat. Da möchte ich kurz beginnen, meine persönliche Erfahrung mit der globalen Finanzkrise zu schildern und wie dieser meinen eigenen Werdegang, meinen eigenen Entwicklungsweg beeinflusst hat. Die Subprime Mortgage Crisis erreichte in der ersten Septemberwoche 2008 ihre kritischste Phase, die durch die Liquiditätsengpässe auf den Kreditmärkten und der Insolvenzgefahren von Investmentbanken gekennzeichnet war. Das war im September 2008. Fast zeitgleich habe ich begonnen, meine künstlerischen Arbeiten der Serie Arrays of Light zu schaffen. Meine erste Arbeit basierte auf den Bachschen Goldberg-Variationen, zu denen ich gleich noch ein bisschen was erzählen werde. Und ebenfalls kurz danach habe ich meine, wie Herr Professor Kieser erwähnt hat, meine Firma One-to-One, ein Studio in Frankfurt gegründet, das sich auf die algorithmische Umsetzung und die digitale Fertigung komplexer Kunst- und Architekturprojekte spezialisiert hat. In gewisser Weise birgt jede Krise auch neue Möglichkeiten und neue Hoffnung. Das Unternehmen habe ich am 20. Januar 2009 gegründet. Das war auch das tatsächliche Datum ungeplant, an dem ich das beim Notar protokolliert habe, die Gründung der Firma. Deswegen einprägsam, da es der gleiche Tag war, an dem Obama zum Präsidenten eingeschworen wurde. Und in gewisser Weise war die Stimmung der Zeit ja auch etwas zwiespältig, was auch schon wieder fast vergessen wurde oder vergessen wird zu dem heutigen politischen Klima auf der einen Seite die katastrophalen Auswirkungen der globalen Finanzkrise, auf der anderen Seite die Botschaft der Hoffnung und des Wandels, Hope and Change von Barack Obama. Jedenfalls hatte ich zum damaligen Zeitpunkt das Glück, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise sozusagen an Projekten zu arbeiten, wie dem Louvre Abu Dhabi, wie Herr Professor Kieser schon angemerkt hat, von dem französischen Architekten Jean Nouvel. Das war Projekt Nummer 5 von One-to-One. Nummer 2 war die Philharmonie in Paris, auch von Jean Nouvel. Das waren noch relativ kleine Projekte, aber das Hauptprojekt, und das hat mich auch so ein bisschen über die Krise hinweggetragen, hatte ich das Glück, an der Elbphilharmonie in Hamburg zu arbeiten, insbesondere an der Umsetzung der akustischen Innenhaut, der weißen Haut des großen Saals und des kleinen Saals. Und die praktische Anwendung digitaler Techniken an diesen Projekten, also die waren sehr, das war im Prinzip die Spezialität der Firma oder die Programmiertechnik an Projekten, also die praktische Anwendung digitaler Techniken an Projekten wie der Elbphilharmonie beeinflusst wiederum meine künstlerischen Arbeiten, die, wie ich eingangs erläutert habe, ja zeitgleich entstanden sind. In meiner Serie von Lichtwerken, Arrays of Light, liegt das Konzept zugrunde, sozusagen Produkte menschlichen Schaffens. Das können sowohl künstlerische Werke als auch von Menschen geschaffene Ereignisse sein, digital zu abstrahieren und mittels algorithmischer Prozesse umzusetzen und neu darzustellen. Dabei spielt der Name der Serie, Arrays of Light, zwei Dinge an. Zum einen die Rays of Light, die zum einen auf das Medium der Werke deutet, die in hinterleuchteten LED-Leuchtkästen gezeigt werden. Also es ist eine Dia-Belichtung, fotografische Belichtung, aber auch eben sinnbildlich auf das Ziel, Aspekte der sozusagen grundlegenden Werke oder Daten neu zu beleuchten. Auf der anderen Seite, das Wort Arrays of Light deutet auf den digitalen Prozess hin. Arrays sind Datenfelder, die zugrunde liegenden Werke speichern und von meinem Programmiercode ausgewertet und ausgelesen werden.
Bevor ich mit den beiden Arbeiten zum DAX und Dow Jones beginne, möchte ich kurz eingangs noch zwei Arbeiten erwähnen, mit denen ich begonnen habe. Das war, wie gesagt, genau zeitgleich zur Krise. Die ersten beiden Werke der Reihe waren die Goldberg-Variation und die Diabelli-Variation von Bach und Beethoven, die großen Variationswerke, in denen ich die beiden musikalischen Werke ausgewertet habe. Das habe ich programmiertechnisch so gelöst, indem ich Noten digitalisiert, das ist MIDI-Format, kennen vielleicht einige, die musikalischen Noten digital speichern kann. Die kann ich wiederum, habe ich dann in einen Algorithmus ausgelesen, ausgewertet und die Noten einer chromatischen Tonspirale zugewiesen. Jeder Ton hat eine Farbe, je höher der Ton, umso heller die Farbe, je tiefer, umso tiefer die Farbe oder dunkler die Farbe. Und hier sehen Sie die Auswertung der ersten Goldberg-Variation und der ersten Diabelli-Variation links und rechts, die Anzahl der Farb- oder Notenvorfälle oder Ereignisse. Da kann ich jetzt noch ein bisschen viel dazu erzählen, warum und weshalb, aber das ist jetzt nicht primäres Ziel dieses Vortrags. Hier sehen Sie die Farben, den Noten zugewiesenen Farben, die daraufhin miteinander vermischt wurden und der Rhythmus der Werke, die Anreihung der Farben in eine lineare Reihe darstellt. Und das eben, dieser ganze Programmiercode lief dann über die 30 oder 33 Variationen der beiden Werke. Hier sehen Sie das erste Werk, die Goldberg-Variation. Angefangen, erste Reihe ist die Aria, dann die 30 Variationen, zum Schluss nochmal die Aria. Und das Interessante oder was mich auch fasziniert hat an diesen Arbeiten, ist, dass ich zu Beginn, bevor ich den Code ausführe, überhaupt keine Ahnung habe, was am Ende dabei rauskommt. Ähnlich war es dann natürlich auch bei dem Aktienindex. Und das Interessante war eben bei den Goldberg-Variationen, dass sie, wie Sie sehen, hier eine sozusagen goldene Mittelachse entstanden ist. Der Grund dieser Achse ist, dass die zweite Kadenz der Variation, des Grundlagenbasses in einer Kadenz in D endet und, wie Sie sehen, D eben willkürlich von mir der Farbe Gelb zugewiesen wurde und dadurch eben diese goldene Mittelachse entsteht. Also das war mir auch wichtig in den Arbeiten, dass das jetzt nicht einfach nur eine, ich sag mal so, salopp ein Bildschirmschoner Musik, das irgendwelche Farben, sondern dass da auch beim näheren Betrachten und bei der näheren Auseinandersetzung mit dem Werk Dinge sichtbar werden, die man in der Ursprungsform der künstlerischen Werke so nicht hören würde in dem Fall. Im Gegensatz zu der Goldberg-Variation, zu den Goldberg-Variationen hier die Diabelli-Variation von Beethoven, die, ich sag mal, eine ganz andere Anmutung hat. Vielleicht etwas zu detailliert darüber zu reden, warum, weshalb, aber die beiden Arbeiten, also das war so ein bisschen mein Steckenpferd zu der Zeit. Zeitgleich auf einmal kam der Crash und ich hatte mir da jetzt auch keine großen Gedanken gemacht, welche habe ich jetzt noch Arbeiten von Mozart umsetze oder sonstige Dinge, sondern irgendwie war das auch im Unterbewusstsein, denke ich mal, wie bei vielen Menschen und der Zufall auch, dass der deutsche Aktienindex und der Dow Jones Industrial Index auch 30 Firmen beinhalten, die Goldberg-Variation eben auch 30 Variationen waren, hatte ich mir eben gedacht, so die Frage gestellt, was wäre, wenn man eine ähnliche Methodik einfach auf die Aktienkurse anwendet. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was das eine mit dem anderen zu tun hat, was die Börse und Bach gemeinsam haben, was hat die mathematische Ordnung einer Bach-Komposition mit dem chaotischen Rauschen der Börse gemein. Hatte ich auch nicht weiter hinterfragt, allerdings die Programmiermethoden, die waren ähnlich, die habe ich ein bisschen umgeschrieben natürlich, um die Daten umzusetzen.
Hier sieht man zum Beispiel den grundlegenden Datensatz, Goldberg-Variation, eben das MIDI-Format. Den Aktienindex habe ich, die Tageskurswerte der 30 Firmen von Yahoo runtergeladen. Und anstelle der chromatischen Tonspirale habe ich auf jeder der 60 Webseiten von den Firmen, die im DAX und Dow Jones notiert sind, die Farbwerte rausgepickt, die primären Farbwerte, also viele Firmen haben ja mehrere also das CI hat mehrere Farben. Hier sehen Sie den deutschen Aktienindex, also zum Beispiel BMW ist blau, Commerzbank gelb, wie Sie ja wissen. Und hier die beiden Spiralen, die beiden Paletten des deutschen Aktienindex Dow Jones. Interessant, also was mich auch etwas verblüfft hat, ist, dass die Farben blau und rot dominieren, sowohl in Deutschland als auch in Amerika. In Amerika ist es natürlich aufgrund der Farben der amerikanischen Flagge zurückzuführen, weil ja auch viele Firmen die Flagge in irgendeiner Weise integrieren. In Deutschland gibt es mehr Sonderfarben, Magenta natürlich, von der Telekom, Grün, von Bayer und sehr viel Gelb, was auch den beiden fertigen Werken eine ganz andere Anmutung gibt. Das ist das fertige Werk, der deutsche Aktienindex. Ich erkläre das ganz kurz, nur dass wir das verstehen. Jede Reihe, die Sie sehen, stellt einen Tag dar. Der 2. Januar fängt ja an, die Börse. Unten ist der letzte Tag, ist der 31. Dezember. Jeder Tag, für jeden Tag wurden die Aktienkurse, die Tagesendstandkurse eingelesen, der Reihe nach sortiert, nicht nach Gewinnern oder Verlierern, also am Ende gab es ja fast nur noch Verlierer, sondern nach der relativen Performance der Aktien. Und der Aktienindex selber, dem habe ich die Farbe weiß zugewiesen, wie Sie hier sehen, etwas hin und her springt, weil ja auch die Gewichtung der Firmen im Index nicht konstant sind, sodass wenn jetzt eine größere Firma mehr verdient oder Gewinne erbracht hat als eine kleinere Firma, der Aktienindex natürlich dementsprechend etwas geschwankt hat. Die Höhe des Kurses, dem habe ich wiederum die Helligkeit der Farbe zugewiesen, das heißt, je tiefer der Kurs gefallen ist, umso dunkler wird die Farbe, wie Sie hier sehen, natürlich im unteren Drittel der Bereich, in dem der Crash stattgefunden hat. Genau, und ich habe hier noch ein schönes Zitat vom FAZ-Kritiker Dieter Batetzko, der hatte darüber geschrieben, Zitat, auch nach 20 Minuten höchster Konzentration, während deren Benjamin Koren geduldig und um Verständlichkeit bemüht seine Vorgehensweise erklärt, bleibt dem Zuhörer das Ganze ein Rätsel. Das gilt ebenso für, soll man sie Bilder nennen, Drucke, Analysen, eine Spielart von Hologrammen, Korens Computerschöpfung namens DAX und Dow Jones. Anders als bei seinen fest kontinuierten Goldberg-Variationen ist hier der malerische Duktus, kann man das bei einer Maschine überhaupt sagen, eher impressionistisch weich, die Farben gleiten ineinander, man denkt an kostbar fließende Seide, an Ausschnitte aus Monets Seerosenbildern, in prosaischeren Sekunden auch an Unterwasserkameras mit gestörter Optik oder an LSD. Aber dieses sanfte Fluten, die Nervenzuckungen des Kapitalismus wiedergibt, das hätte man nicht gedacht. Und auch nicht, dass ausgerechnet jemand wie Benjamin Samuel Koren Bach und Börse Gefühle und Spekulationen zu kalten Zahlenkolonnen abstrahiert, die er dann durch den Computer schleust. Hier sehen Sie die beiden fertigen Werke, DAX und Dow Jones, links und rechts, wie eingangs schon erwähnt. Allein von der Farbzuweisung der Firmen eine ganz andere Anmutung. Und was mir auch bei dieser Beschreibung von Herrn Batetzko sehr gut gefällt, ist eben diese Spannung zwischen der emotionslosen Darstellung der Börse einerseits und dem Chaos und der Tragik, die ja in dieser, ich sag mal, in dieser Darstellung im Hintergrund, die uns alle betroffen hat, ja auch integriert ist. Und da habe ich jetzt hier vielleicht einige Beispiele, die ich rausgenommen habe. Zum Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht, die VW-Aktie
ist kurzzeitig von 100 Euro auf 1.000 Euro gesprungen. Genau, das ist im Prinzip hier auf dem Bild, das sehen Sie hier unten rechts. Das ist der helle blaue Punkt. Amen. Das ist der, hier nochmal, das ist der Punkt hier, die VW-Aktie, in der kurzzeitig eben die VW-Aktie auf über 1.000 Euro gesprungen ist und neben den unzähligen anonymen Verlierern der Finanzkrise auch prominente Opfer gefordert hat, wie zum Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht an Adolf Merkel, der sich nach der Spekulation der VW-Aktie selber das Leben genommen hat. Also wie gesagt, also diese kühle Darstellung der Bilder birgt ja eine gewisse Tragik und Dramatik, die man auf den ersten Blick so nicht sehen würde. Auf der anderen Seite Dow Jones, das Interessante ist, dass einer der wenigen Aktien in Amerika, die McDonald's-Aktie, eine gewesen ist, die nach dem Crash hochgegangen ist. Das hatte auch wohl damit zu tun, dass eben viele Menschen etwas günstiger essen wollten. Und wie Sie hier sehen, das ist der Dow Jones, haben wir hier die ganzen gelben Flecken. Das ist die McDonald's-Aktie, die nach dem Crash hier im unteren Drittel den Crash sozusagen überlebt hat. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch kurz. Die Ausstellung der Werke, also als Künstler ist man natürlich bemüht, zum einen so viel wie möglich auszustellen, in Galerien, auf Messen. Allerdings war es mir natürlich auch mein Bedürfnis, diese Werke, die ja bestimmte Themen behandeln, in bestimmten Orten, an bestimmten Orten auszustellen. Das ist bei einigen Werken einfacher als bei anderen. Hier haben wir die Goldberg-Variation, die mittlerweile das Bachhaus in Eisenach angekauft hat, die in der Ausstellung integriert wurde. Goldberg-Variation ist beliebtes Thema. Beethovenhaus Bonn, wie erwähnt, das war die Ausstellung im Beethovenhaus, die wiederum auch das Bild dann gekauft haben. Deutsche Filmmuseum Frankfurt, da habe ich zwei Arbeiten über die Filme von Kubrick und Hitchcock ausgestellt, die auch Teil der permanenten Ausstellung ist. Die Börse allerdings ist eher ein schwierigeres Thema. Jedes Mal, wenn ich die Arbeiten vorstelle, also ich war zum Beispiel einmal im Rotary Club, wurde ich eingeladen in Frankfurt, an der Villa Bonn. Da habe ich dann so alle Arbeiten der Reihe nach abgearbeitet durch und dann kamen eben die Börse und alle, oh je, da, schlechte Erinnerung und weiter. weiterblättern bitte. Und also Deutsche Börse und New York Stock Exchange sind jetzt nicht Orte, an die man herantreten würde, um eben zu bitten, ob man den Crash sich an die Wand hängen möchte. Das heißt, ich habe in gewisser Weise versucht, da ich in Frankfurt gewohnt habe bis 2016, 2016 bin ich dann zuerst mit dem Visum und dann Green Card nach Amerika gezogen, hatte ich eben auch versucht, in New York mir da zu überlegen, wo man die ausstellen könnte. Hier in 2015 die beiden Werke in Frankfurt, in der Galerie in Frankfurt, also das war so nah wie möglich an die Börse in Frankfurt ranzukommen. Die Ausstellung in New York, das sollte, also das kann ich kurz noch zum Abschluss erzählen, war eine Ausstellung, Gruppenausstellung, Portal Art Show in der Federal Hall National Monument an der Wall Street. Musste man sich bewerben, ich habe mich beworben, habe natürlich die beiden Werke ausgesucht, wurde auch angenommen. Die Federal Hall, das ist das erste Kapitolgebäude in Amerika, wurde ungefähr ein Jahr als Kapitolgebäude genutzt, ist mittlerweile vom National Park Service betrieben. Und 2017 im Mai sollte die Ausstellung stattfinden. Hier zeige ich noch kurz, also hier ist die Wall Street, das ist Lower Manhattan Financial District, die Wall Street hier, Federal Hall und hier die New York Stock Exchange. Also so nah konnte ich rankommen, ohne arrested zu werden. Hier nochmal die New York Stock Exchange und hier Federal Hall. War auch alles schön geplant, also da habe ich dann
Raum bekommen und hatte das nach Süden gerichtet, also richtig so wie nach Jerusalem oder nach Mekka, auf die Börse nach Süden gerichtet. Wurde in Deutschland, die Werke waren in Deutschland im Lager, verpackt, per Luftfracht nach Amerika geschickt. Und dann im April 2017, gab es dann wieder mal eine der Diskussionen, dass ein Government Shutdown im Gespräch war. Das war damals, der Grund war wegen der Border Wall mit Mexiko, dass das nicht gefundet wurde und so weiter. Und da eben die Federal Hall von dem National Park Services geleitet wurde und die alle vom Staat sozusagen angestellt sind, war die Gefahr, dass die Show nicht stattfinden wird. Und dann haben wir eben eine E-Mail bekommen von den Veranstaltern, da sind wir dann ausgewichen. Das war dann eine Galerie in Soho, die dann freundlicherweise die Räume zur Verfügung gestellt hat, aber das war in gewisser Weise dann das Resultat. Also in gewisser Weise sehen Sie, wie in der Börse und im Leben gibt es sowohl den Erfolg und das Scheitern. Und also ich sehe es jetzt nicht als Scheitern an, aber es ist, wie gesagt, ein interessanter Umstand gewesen. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, wir werden jetzt in die... begeistert von den Bildern, aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass ich es immer bedauere, aber das kann an meiner beschränkten Wahrnehmung liegen, dass man sich nicht mehr mit der Wirtschaft in der Kunst auseinandersetzt. Ja, das ist ja viel Naturaufnahme, letztes Mal in der Munk-Ausstellung, ist schöne Landschaften, schöne Porträts, ja, und man denkt, in der Gesellschaft ist doch die Wirtschaft so wichtig, ja, warum wird die nicht mehr? Und hier wird die Wirtschaft thematisiert. Und natürlich an einem sehr markanten Beispiel ist das Crash-Jahr, das ist ja das, also das uns alle geprägt hat, ja, das war der einzige, also das war der Crash nach dem Weltkrieg, das hat mir vorher eine Weltwirtschaftsrezession, also sonst hat man immer Rezession mal hier und da, hier ist die ganze Weltwirtschaft in Rezession, also es ist schon ein besonderes Jahr. In den Bildern, also es gibt ein Buch, das heißt Random Walk on Wall Street, dass nämlich das, was an der Börse geschieht, eigentlich alles, wenn man das interpretiert, alles zufällig ist. Mhm. Ja? Und das kommt hier, finde ich, sehr schön zum Ausdruck. Ja? Also was auch schön zum Ausdruck kommt, ist, dass man versucht, Muster zu finden. Ja? Also genau. Wir haben viele Finanzakteure beschäftigt, die versuchen Tag und Nacht Muster zu finden. Mhm. Empirisch ist es ein random walk. Ja? Das ist also deswegen finde ich es ganz legitim, nach Mustern zu suchen, aber ich finde es auch in Ordnung, wenn man keine findet. Also so würde ich das mal interpretieren. Was ich aber auch spannend finde, ist die... Es ist ja nicht so, dass da nicht Logik am Werk ist und Systematik. Also ein Beispiel, was ich ganz nett finde, ist, wir bringen Konjunkturerwartungen raus im ZDB und wir hatten mal jeden Monat und vor 3 Monaten hatten wir es rausgebracht und ich war an dem Tag, wo es dann veröffentlicht wurde, es wurde immer irgendwo veröffentlicht, war ich an der Börse in Frankfurt und hat dann ein Interview gegeben und dann ist der DAX in dieser 3 Minuten ist der um 50 Punkte gestiegen. Ja, und 50 Punkte sind, DAX ist glaube ich eine Billion, 50 Punkte, weil der ist ungefähr 5 Milliarden. Also der Wert ist um 5 Milliarden angestiegen. Ja. Und das waren wir, also wir, das waren unsere Konjunkturerwartungen, die das bewirkt haben. Weil, und das ist ja das Spannende, was ist passiert, Information, die generiert wird, die dringt in den Markt ein. Hier war die jetzt von der öffentlichen Institution, aber wenn jetzt ein Analyst eine saubere Analyse macht und merkt, oh, BMW ist doch nicht so gut, wie er denkt, dann verkauft der BMW-Aktien und dann dringt die Information rein, so dass da richtig Systematik dahinter ist, aber wenn ich es von außen betrachte, sieht es alles random aus. Und das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, dass man eigentlich also einen Prozess hat, der doch sehr Logik und auch, nicht alles ist logisch im Finanzmarkt, ja, aber vieles ist systematisch informationsdatengetrieben, am Ende ist das Ergebnis sehr randomisiert. Ja. Also das sind sozusagen, diese Mikrophänomene faszinieren, was hier aber natürlich auch drin ist, sind die Makrophänomene, man sieht den Crash, also das ist relativ klar, weiß ich, ob das Absicht war, dass der Crash wirkt hier so wie das Fundament. Mhm. Ja, also das, kein Wunder, dass die Börse das nicht haben will. Ja, das ist, aber man sollte ihn auch, also so ein Crash, also ein Crash wünscht man sich nicht und wäre noch froh, wenn wir keinen Crash hätten, aber wir brauchen die Konjunkturzyklen. Wir brauchen auch die Rezession, weil das ist die Zeit, wo man dann halt
auch mal ein paar Geschäfte abstößt, weil die sich nicht halten, wo also diese Strukturbereinigung auch stattfindet. Das ist nicht schön, aber ohne das kriegt man es auch nicht. Also insofern hat es schon so einen gewissen Basiselementcharakter, der da drin ist. Ja, das ist also das sind vielleicht so die ersten Eindrücke, die ich davon habe. Also das, ich glaube, da findet sich viel wieder, was wir halt auch was wir unterrichten, was wir das Beste, was man an der Börse machen kann, ist ein diversifiziertes Portfolio halten. Ja, das ist alle die sagen, wir können genauer lesen, das hat sich empirisch, manche haben mal mehr Glück, ja, manche haben vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung, aber es setzt sich nicht durch, das ist am Ende schon ein random walk. Kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, und zwar hatte ich erwähnt, auch in den Goldberg-Variationen, wusste ich natürlich nicht, was am Ende herauskommt. Ich war auch sehr überrascht, als ich das zum ersten Mal laufen lassen und das finale Bild gesehen habe, dass es eben ein fast perfekt zufälliges Rauschen eigentlich darstellt. Ich hatte auch gedacht, vielleicht sehe ich dann irgendwelche Muster und kann dann schnell ein paar Euros an der Börse bekommen. Aber das hat mich auch sehr fasziniert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Wobei, also das Interessante bei der Börse ja, wie Sie sagen, ist zum einen auf der Logik basiert, das andere, die Kehrseite ist der Random Walk, aber dass die Börse natürlich auch viel von Gefühlen getrieben wird. Also das heißt, Menschen treiben in Panik und also das heißt, diese Spannung der kühlen Zahlen, aber auch menschliche Reaktion darauf, das denke ich ist auch ein interessantes Spannungsverhältnis, wie Sie ja in Ihrem Beispiel gesagt haben, dass ob die Konjunkturprognosen jetzt den Spannung gerechtfertigt hätten, ist natürlich die eine Frage, aber das hat natürlich den Auslöser bei Menschen, wenn Menschen das hören wollen, was sie gerne hören möchten. Wobei das auch ein Phänomen ist, dass in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob man Jahrzehnten schon sagen kann, die quantitativen Analysten immer mehr das Sagen bekommen haben, also dass dieses Menschliche, ne, man ruft mal an und man, das hat immer eine geringe Rolle gespielt und immer mehr ist das Datenbasierte. Ich habe gelesen, 70% aller Börsentransaktionen werden mittlerweile von Computern ausgelöst. Genau. Vielleicht, was man auch in den, also ich finde das ganz interessant, weil man unterhält sich auch mit Leuten, die dann im Finanzmarkt tätig sind, die damit zu tun haben. Und man könnte hier natürlich lauter Geschichten erzählen. Also ich fand die McDonalds-Geschichte sehr schön. Ja, also das ist die, ne, also man könnte jetzt jede Farbe nachvollziehen und sagen, wie das war. Und wer ist natürlich im Nachhinein, kann man es immer gut interpretieren und dann hat man es auch klar, also in der Krise macht sich die. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die vielleicht auch krisenresistent, wenn die nicht so gut gefahren sind. Das ist also deswegen, vieles kriegt man ex post hin, aber man kriegt es nicht zu Anfang erklärt. Ja. Und deswegen könnte man also so hier auch so viele einzelne Geschichten nachvollziehen. Also man kann eine Geschichte daraus machen. Zu Anfang hätte man es nicht gewusst. Genau, ne? Also das finde ich ein ganz gutes Phänomen. Ja. Also vielleicht doch ein Argument, das an der Börse anzuschaffen, weil man auf die Art und Weise ja auch Sachen zeigen kann, weil das fand ich ganz eindrücklich, Sie haben ja gesagt, dass damit auch Dinge sichtbar gemacht werden können. Und das spielt in der, weiß nicht, welche Rolle spielt das in der Wirtschaftswissenschaft, Dinge sichtbar zu machen? Sie haben jetzt sehr viel über Daten gesprochen, über Zahlen, über Dynamiken. Geht es da auch um die Visualisierung oder spielt das da gar keine so große Rolle? Jetzt mal jenseits von Börsenverläufen, jetzt gerade jetzt auch in der Forschung zum Beispiel. Ja, also das eine ist, ich würde die Börse dann noch nicht rausnehmen, weil es gibt ja diese Chart-Analysten, die versuchen da schon auch einen, ich würde mal sagen, semi-visualen Zugang dazu zu finden, ja, weil die natürlich den Chart nachvollziehen und dann sagen, hier gibt es Stellen, wenn der das überschreitet oder das sind Deckel, an die noch der nicht rangehen und sowas. Und die versuchen dann auch Geschichten drum zu machen. Die Empirie ist da sehr schwach. Also da gibt es vielleicht so ein Arterienverhalten, wenn alle denselben Chart nutzen, dann funktioniert das, sonst funktioniert so eine Chart-Analyse auch geringer. Wie ist das allgemein in der Wirtschaft? Vielleicht auch hier eine Sache, die ich im Bild sehr schön finde, ist, wir trennen ja zwischen Mikro und Makro. Und Mikro ist das Verhalten der Individuen und Makro ist das, was sich am Ende für die Gesamtwirtschaft ergibt. Und das sind schon zwei Welten. Also
Mikro ist das Verhalten, vielleicht nicht alles rational an der Börse, aber sehr sozusagen sehr datenbasiert und logisch konsistent. Im Ergebnis kommt was Randomisiertes raus. Ne? Im Ergebnis kommt so ein Bild raus. Ja. So ist mal so. Die Makrowelt ist eine andere als die Mikrowelt. Und das sehen wir in der Gesamtwirtschaft auch. Wir haben viel Mikrobasiertes. Ne? Wir gehen einkaufen, wir arbeiten, wir gehen, ne? Fahren in Urlaub, Unternehmen investieren. Also Mikro alles begründet. Also im Unternehmen findet das Gewinnbetrieb hier, weil das unsere Präferenzen entspricht. Und dann ergibt sich daraus eine Makrowirtschaft, also eine Gesamtwirtschaft. Ja. Und die muss gar nicht so aussehen wie die Mikrowirtschaft, ja. Also, sondern die kann, also zum Beispiel, wenn der Staat sich verschuldet, ist das was vollkommen anderes, als wenn wir uns verschulden, als wenn wir Individuen verschulden. Ja. Weil der Staat sozusagen, der Staat, ob der Steuern nimmt oder Schulden nimmt, ja, das ist, am Ende sind es wir, die es zahlen. Ja. Also wir zahlen auch die Schulden zurück, die er nimmt, ja, weil das ist ja. Wir kriegen ja aber auch das Geld. Wir sind ja auch der Staat. Also die Gesellschaft sind ja wir. Also deswegen ist das Staatdenken, das ist ein Makrodenken, ein ganz anderes als das Mikrodenken. Ja. Jetzt war die Frage, wie ist die Visualisierung? Ja? Die Visualisierung der Wissenschaft ist sehr gering, in der Wirtschaftspolitik sehr groß. Also wenn wir Empfehlungen machen für die Politik, für die Regierung, dann besser visualisieren. Ja? Also dann also so haben wir es noch nie gemacht, aber schon sehr diagrammatisch. Da ist auch der emotionale Zugang viel stärker als der, also emotional ist ein bisschen, also der schon das Sachthema aufnehmen, aber das gleichzeitig visualisiert bekommen damit, dass man es auch kommunizieren kann. Ich kann also mit einer Visualisierung besser kommunizieren als mit einer Zahlenreihe. Da stellt sich ja wahrscheinlich auch die Frage, was mich auch sehr stark interessiert, in welcher Form man eine gewisse Komplexität dann auch visuell darstellen kann, weil die beiden Arbeiten, das sind jetzt 30 Tageswerte und Tageskursstände, 200, wie viel auch immer, Tage im Jahr, an denen gehandelt wird. Größenordnung ein paar tausend Werte, aber wir haben ja in der Wirtschaft, in der Makrowirtschaft, unzählige Millionen von Interaktionen und Transaktionen, die stattfinden. Und ich denke mal, da ist auch die Frage, wie man mit diesen riesigen Datenmengen auch umgehen kann. Und das ist ja weitaus komplexer als jetzt, ich sag mal, ich habe mich da auch ein bisschen mal, als ich die Arbeit gemacht habe, befasst mit diesen Chartanalysen, Head and Shoulder, ja. Und wenn die Moving Averages sich da kreuzen, damit gekauft oder verkauft. Aber das ist ja ein weit komplexeres Thema, was ja viele Interaktionen hat. Und das eben auf ein einfach verständliches Diagramm runterzubringen, was dann auch für Menschen ohne Hintergrund, mit wirtschaftlichem Hintergrund verständlich ist, ist natürlich das Interessante. Also das würde mich interessieren, wie das. Hören Sie mich jetzt? Vielleicht müssen Sie es doch. Ich halte es ein bisschen auf. Genau. Okay. Die Frage war die Komplexität und die Darstellung der Komplexität. Also wir basteln ja in der Ökonomie Modelle, um die Wirklichkeit zu beschreiben, und uns wird immer vorgeworfen, ja, das ist nur ein Modell. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Ja? Also es ist wie eine Landkarte im 1:1 Maßstab, wäre auch nicht hilfreich, ja? Sondern die kann ich nicht einpacken. Ja? Also man muss die Landkarte schon runterkochen, und so sind ja diese Modelle, der versucht, die Komplexität zu reduzieren. Aber es ist immer noch sehr komplex, und die Vorwürfe sind ja nicht unberechtigt, ja? Dass man das in dieser Einfachheit hat. Eine spannende Frage, die sich jetzt meiner Meinung nach stellt, ist, das war ja im Prinzip das Problem der Planwirtschaft. Die Komplexität, dass man es nicht geschafft hat, diese Vielfalt der Mikrobewegungen sauber zu steuern, weil man die Informationen, Daten und die Komplexität nicht verarbeiten kann. China probiert das jetzt, ja, also in einzelnen Bereichen wieder, und die Frage ist, wir haben ganz andere Rechenpower jetzt, als wir vorher hatten, wir haben ganz anderen Datenzugang, ja, kriegen die das hin, ja, diese Steuerung? Wir sind sehr skeptisch, ja, weil es nicht nur ein intellektuelles Problem ist, also ein reines Komplexitätsproblem, sondern auch in, finde ich, noch ein viel stärkeren Ausmaß ein Anreizproblem. Warum sollte ich, ne, jetzt an der Uni sei es oder in einem Unternehmen so stark engagieren,
wenn es nur um Plangrößen geht und nicht sozusagen um meinen Gewinn oder um meinen akademischen Ehrgeiz oder was auch immer es geht. Ja. Also diese Sache, die ist sozusagen, die macht die Komplexität jetzt nochmal so ums Rauf, ja, dass man die Anreize innerhalb des komplexen Systems hat. Wie man es visualisiert, es ist, also ich bin etwas unglücklich über die öffentliche Berichterstattung, dass unsere Wirtschaftsnachrichten immer an der Börse stattfinden. Ja, ich finde, die Börse ist der Ort, wo am wenigsten Wirtschaft gemacht wird. Ja. Also das ist das Ergebnis. Also das richtig, ist bei den, aber auch nur bei den börsennotierten Unternehmen. Also zum Beispiel ist der DAX, dem wird vorgeworfen, ich finde mit Recht, dass der zu klein ist. Im USA, Sie haben so den Dow Jones genommen, der passt natürlich auch sehr gut, aber eigentlich gearbeitet wird mit Standard & Poor's. Also das sind die 100 Unternehmen. Ja, weil die 30 Unternehmen zu wenig Einblick in die Wirtschaft geben. Das sind halt nur 30 und die 30 größten, die ist also, dann sollte man zumindest 100. Ne? Also man sollte den MDAX dazu nehmen. Das ist, und dann wird das immer an der Börse, als ob da die Musik spielt für die Wirtschaft, weil findet die statt in den Unternehmen. Wirtschaft ist aber auch das, was ich, wir sind die Wirtschaft. Ja, wenn wir Urlaubsreisen machen, wir kaufen Konsumgüter, wir alle sind Wirtschaft. Also um es mal so zu sagen, ja, nicht nur diese Börsenfixierung. Ja, deswegen, das macht es schwierig, deswegen würde ich das, also es ist natürlich jetzt die Börse, aber es ist der Versuch, die Wirtschaft auch in die Kunst hineinzubringen. Ja, und das finde ich, das ist sinnvoll, weil wir sozusagen die Wirtschaftsthemen ja viel mehr sind als nur der Akt, wo die da sind. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Also wenn Leute das angeguckt haben, passiert da genau das, was Sie gerade angesprochen haben? Also dass die Interesse dafür bekommen, dass sie sich für die Zusammenhänge interessieren? Oder ist das eher so dieses, oh, das war ganz schreckliches Ereignis und man hat, belässt das so in dieser Gefühlswolke. Genau. Also auf der einen Seite, wenn ich die Arbeiten ausstelle, dann versuche ich es auch immer so zu machen, dass ich da jetzt kein Diagramm oder keine Erläuterung direkt an die Arbeit ranschreibe und das auch von mir bewusst im Gegensatz zu den Goldberg-Variationen, die ja sehr, ich sag mal so, sehr statisch und strukturiert erscheinen. Das ist ja ich habe immer Wasserrauschen oder Wasserfließen gesehen, der schwarze untere Teil wie ein Schatten, als ob da hinter dem Betrachter ein Baum. Also es hat irgendeine Art ruhige Atmosphäre. Und wenn die Leute das so sehen, dann denken die, oh, das ist also entweder beruhigend oder auch, ich sag mal, sehr wie Drogenrausch, also eine Art Halluzination oder sowas in der Richtung. Und nachdem ich dann, also wenn ich vor Ort bin oder wenn die Leute das kleine Schild sehen und dann die Erläuterung bekommen, dass das eben den Crash in Börsenjahr darstellt, dann habe ich das bisher immer so erlebt, dass es natürlich ein Überraschungseffekt ist, aber dann die Leute gleich auf ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema zurückgreifen, dass jetzt die Goldberg-Variationen sind, dann erzählt man mir, wie sie zum ersten Mal die Goldberg-Variation gehört haben, aber den Crash, der uns alle betroffen hat, der natürlich negative Erinnerungen und Gefühle hervorruft und dann alle sagen, nee, ich will nichts davon sehen und hören, aber das ist, denke ich mal, das Interessante, dass ja auch die Frage, ich sag, in der Darstellung überhaupt, also welche Funktion jetzt wer haben soll, dass man das ja auch gar nicht steuern kann als Künstler. Also man kann damit ein bisschen spielen, das ist so das meine Herangehensweise, aber ja, jeder hat dann eben seine eigenen Erfahrungen, Interpretationen. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, wer waren die Nutznießer des Crashes, weil wenn die Börse nicht war, das verstehe ich ja. Also wir als Forschungsinstitut haben total vom Crash profitiert, um das mal so zu sagen. In den letzten 10 Jahren sind neue Gremien geschaffen worden, das European Systemic Risk Board, um sich die systemischen Risiken anzuschauen. Wir haben lauter Gutachten geschrieben, wie müssen die Bankenaufsicht sich ändern, Eigenkapital unterlegen bei Banken, dass es nicht mehr zu so einem Crash, beziehungsweise der Crash war ja der Vorläufer in Europa, hatten wir danach noch die Euro-Krise, die war sozusagen, der Crash kam aus den USA, primär Euro-Krise war unser eigenes ausgemachtes Problem sozusagen. Und da sind eine ganze Reihe von Institutionen geschaffen. Die Bundesbank schaut sich jetzt an, die Immobilienkredite viel genauer als früher. Ein Anlass des Crashs war ja, dass
dass die Immobilienwerte in den USA so stark gefallen waren und dann die ganzen Papiere nichts mehr wert waren. Ja, und das ist auch, wäre es alleine nicht so dramatisch, aber dadurch kam eine sehr starke Verschuldung der Haushalte, wie das nicht mit so der Unternehmen, die da Kredite gegeben oder der Banken die Kredite gegeben haben. Das wird jetzt viel stärker kontrolliert. Da sind also viele Gutachten zugemacht worden, viele Studien, wir haben viele Konferenzen zu dem Thema Finanzkrise. Also sozusagen in der Politik und in der Wissenschaft ist es auch in den Banken selber, ist das natürlich ein Riesenthema, die Konsequenzen des Crashes. Ja, das ist also ohne Crash keine Konsequenzen. Ne? Also das und was mich interessieren würde, also in ihrer Branche sozusagen im Gegensatz zu, ich sag mal, zu den Tagesthemen, was mich immer wieder überrascht ist, dass die Menschen sehr kurzes Gedächtnis haben, also dass der Crash schon eigentlich jetzt vergessen ist. In Amerika redet man nur die Börse. Also fast schon wieder manisch, geht hoch und hoch, ist doch alles wunderbar. Also es ist auch wieder die, ich sag mal, die Wirtschaft wird anhand dieses einen Wertes des Börsenwachstums geknüpft und alle Menschen haben das wohl schon wieder vergessen, dass da ja mal ein Crash war und das kann ja wieder runtergehen. Also das würde mich interessieren, wie Sie das sehen im Gegensatz zur Politik, die, ich sag mal, ja auch in gewisser Weise sich das zunutze machen kann. Ich denke jetzt an den Wahlkampf in Amerika, dass die Ökonomie natürlich ein wichtiges Thema, aber ich mich jedes Mal wundere, wenn ich die Nachrichten lese, dass alle schon den Crash vergessen haben. Das ist 10 Jahre her und als ob der nie wiederkommen würde. Also sagen wir so, zum einen ist es ja gut, dass wir Menschen vergessen und jetzt nicht alle in Crash-Mentalität sind, ja, also dass der große Crash in den 20er Jahren, der hat dazu geführt, dass die Zentralbankpolitik eine ganz andere geworden ist. Also ich glaube, die Wissenschaft und die Institutionen lernen draußen. Auch jeden Crash, was ja in Deutschland, fand ich beeindruckend war, ist, dass wir den durchstanden haben, ohne die Arbeitslosigkeit zu erhöhen. Ja, in jeder anderen Rezession, aber noch nicht mal im Crash, ist immer die Arbeitslosigkeit. Ist immer gestiegen im Crash und ist konstant ist wieder weiter gestiegen. Ja, hier das war, ohne die Arbeitslosigkeit zu erhöhen. Warum? Weil die Regierung schnell Maßnahmen getroffen hat, Konjunkturprogramme aufgelegt hat, weil die Unternehmen das Kurzarbeitergeld mit eingeführt haben, also die Regierung hat es eingeführt, die Unternehmen haben das genutzt. Und das sind alles Lektionen aus dem früheren Crash, die wir haben. Also insofern, das kollektive Gedächtnis ist schon da, in den Institutionen ist es da. Wo es problematisch wird, ist, wenn wir uns nicht mehr an die Crash erinnern, dass natürlich dann Parteien mehr sozusagen Aufmerksamkeit bekommen, die halt über andere Themen hin und nicht die das gute Krisenmanagement gemacht haben, zum Beispiel. Und da wird es sozusagen über den Wahlmechanismus wird das problematisch. Ich glaube, die Institutionen haben ihre Lektionen schon gelernt und die Wissenschaft auch. Ne? Also die nehmen die Lektionen mit. Sie haben gesagt, Sie würden sich mehr Berichterstattung über Wirtschaft wünschen, also weniger Börse. In welchem Kontext sollte man sowas ansehen? Ja, also ich merke in vielen Themen, dass also Wirtschaft ist, also es heißt ja nicht umsonst Economics is Dismal Science, ne? Also das ist das böse Fach und Wirtschaft wird assoziiert mit die Unternehmen, die machen Wirtschaft und das andere sind wir. Ja? Und wir sind aber, also eigentlich sind wir alle Wirtschaft und also die Ökonomie fängt an mit den Präferenzen des Haushalts. Ja? Also was wir als Haushalt, als Konsumgüter, als Urlaubsreisen, auch Bildung. Wir wollen eine gute Bildung haben. Das sind alles Wirtschaftsthemen, wo wir viel Zeit drauf verwenden. Ja? Und dieser Gegensatz Wirtschaft und die anderen, ja, das hat sich so ein bisschen festgesetzt, auch mit dem die Gewerkschaften und die Unternehmerverbände. Ne? Dass die Unternehmer ist die Wirtschaft, die Gewerkschaften kämpfen für die Rechte der Arbeitnehmer. Das ist alles Wirtschaft. Ja? Die Arbeitnehmer sind natürlich ein ganz wichtiger Teil der Wirtschaft und auch die Interessenslagen da drin. Und dadurch, dass man es jetzt suggeriert, dass Wirtschaft die Börse ist, finde ich, gibt ein ganz falsches Bild der Wirtschaft, ja, und es tut dann weh, wie zum Beispiel jetzt im Umweltbereich, ja, wo man sagt, man macht Ökologie gegen die Ökonomie. Ja, aber das ist natürlich totaler Unsinn. Ökonomie ist die Wissenschaft der knappen Ressourcen. Ja, wie verteilt man, wie geht man mit knappen Ressourcen um? Wenn was nicht knapp ist, braucht man keine Ökonomie. Dann kannst du jeder Schlaraffenland braucht keinen Ökonomen. Ja, also da muss kein Ökonom arbeiten. Ja, ein Ökonom muss arbeiten, wenn Güter und im Umweltbereich unsere CO2
senke. Also so, das ist knapp, wir können nicht beliebig CO2 einnehmen. Das heißt, ein typisches Ökonomengebiet, ja, in der Öffentlichkeit wird es wahrgenommen, wir gegen die Unternehmen, die sind dagegen und wir wollen das also, deswegen gegen die Ökonomie. Friday for Future macht jetzt, sagt jetzt gegen Kapitalismus, ja, weil es wird dieses Gegenbild aufgestellt, die Wirtschaft und wir. Und das wird kolportiert, wenn man es nur auf die Unternehmen konzentriert und nicht auf die, also nicht auf uns alle. Ja, das ist, und, also das finde ich, das ist wirklich ein Phänomen, also in der öffentlichen Wahrnehmung, und das wird dadurch noch verstärkt. Und da springt dann Ihr Institut sozusagen auch ein, weil das wahrscheinlich auch Teil Ihrer Aufgabe ist, sowas zu vermitteln, beziehungsweise eben dann auch zu beraten, dahingehend, wie man sowas kommunizieren kann. Genau, aber wir sind, also auch die anderen Forschungsinstitute arbeiten an diesen Themen und wir haben also eine Abteilung für Umweltökonomie, eine Abteilung für Arbeitsmarkt, also wie sieht Arbeitsmarkt, wir haben Projekte gemacht, Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, Projekte für Langzeitarbeitslosen, wie die sich in die Gesellschaft integrieren und zwar nicht nur über den Arbeitsmarkt, sondern auch über andere Maßnahmen, also das ist, wir machen da sehr viel in diesen Bereichen, aber da wird es auch schwerer, damit kommt man schwerer in die Öffentlichkeit, ja, das ist, also mit Flüchtlingen gab es eine Zeit, da war das immer ein großes Thema, ja, das ist aber, es wird nicht unbedingt mit der Wirtschaft in diesem Maße so assoziiert, ja, das ist. Wenn ich mir Ihre Werke jetzt nochmal vergegenwärtige, Sie haben ja so eine schöne Reihe gezeigt, dann fällt das ja in gewisser Weise dadurch raus, dass es beides historische Ereignisse thematisiert. Ist das so eine Art von moderner Historienmalerei, die Sie hier ins Wohl führen? Gute Frage. Also ich habe mir auch häufig die Frage gestellt, auch in meinen neuen Werken, also es gab Filme, Musik, Comicbücher, also da gibt es ein Werk, das da ist, das man sozusagen auswerten kann. Und ich denke mal, dieses Werk war eines der ersten, in denen ich versucht habe, ein Ereignis. Also im Prinzip stellen ja alle, auch künstlerische Werke, ein gewisses Zeitfenster dar. Also ob das jetzt alle Filme von Hitchcock sind, die über 30 Jahre gefilmt wurden und gedreht wurden, die Goldberg-Variationen, die 70 Minuten andauern. Die haben wir jetzt ein ganzes Jahr. Börsenkursentwicklung und ich jetzt auch in den neueren Arbeiten mich damit stärker auseinandersetze, auch jetzt nicht nur, ich sage mal, so globale Phänomene zu nicht sagen dokumentieren, aber in gewisser Weise zu einzufangen, auszuwerten. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit gemacht, da habe ich die Proteste, also es war den Women's March gab es und kurz darauf den March for Our Lives. Und das habe ich mit der Kamera, das war auch die erste Arbeit, in der ich die Grundlagen da auch selber geschaffen habe, sozusagen in meiner Kamera und eben über 2-3 Stunden lang nur Fotografien aufgenommen habe und dann eben mit Algorithmen versucht, das auszuwerten. Das sind so Object Detection, also wie Face-Erkennung sucht er anstatt die Gesichter, sucht er dann die Schilder alle raus, also die Informationen, die Message auf den Schildern. Also eigentlich auch der genaue Gegensatz zu dem, was wofür man diese Algorithmen eigentlich einsetzt, um eben Gesichter zu erkennen. Aber da gehe ich also auch auf jeden Fall in diese Richtung, weil mich das doch fasziniert, auch Dinge zu dokumentieren, an denen ich auch selber teilnehmen kann. Nicht, dass ich den Börsencrash nicht auch erlebt hätte, aber eben, dass das auch kürzere Live-Events sein könnten. Und in der Hinsicht mache ich da auch keinen Unterschied zwischen jetzt einer Goldberg-Variation, die als musikalisches Werk aufgeführt wird, oder eben einer Demonstration, die auch so eine Art Struktur darstellt. Also fängt an und dann wird getrommelt und dann wird dann eingesetzt und ist dann weniger. Und das ist, denke ich mal, genauso. Die hohe Kunst, die niedrigen Beweggründe, schreien Protestbewegungen sozusagen. Ja. Aber wie haben Sie das genannt? Historienmalerei. Moderne Historienmalerei. Ja.
Sie hatten ja ein Plädoyer gerade eben auch dafür, dass Wirtschaft stärker in der Kunst thematisiert wird. Das passiert ja manchmal, es gibt ja Fotografien auch von der Börse, aber die sind meistens ja doch mit so einem kritischen Unterton, also dass man das Gefühl bekommt, das würde eigentlich doch mit einem gewissen anklagenden oder zumindest aufklärerischen Gestus gezeigt. Haben Sie Ideen, wie man sich das vorstellen könnte, dass man dieses Bild positiver darstellt? Weil das ist ja wahrscheinlich schon der Effekt dessen, was Sie gerade geschildert haben, dass man das Gefühl hat, es gibt die Börse, die ist ganz weit von uns weg und die machen da ganz schlimme Sachen. Und wir müssen das am Schluss ausbaden. Aber da wäre ja die Frage, wie kann man sowas überhaupt vermitteln jetzt visuell? Also das Kritische finde ich ja gar nicht so problematisch, wenn man sich damit auseinandersetzt, also wenn man das reflektiert. Und dazu gehört auch die Kritik an der Institution. Ja, das ist, deswegen, das finde ich okay, man sollte nur dann auch die nächsten Schritte gehen. Also sozusagen, also hinter der Börse stehen ja Finanzmarktströme oder Finanzströme, und die sind aber doch auch ein wichtiges Glied, das, was sich Unternehmen funktionieren, dass auch das auf die öffentliche Hand ihren Aufgaben nachkommen kann und dann also auch diese Sachen mit aufzunehmen. Was ich kritisiert hatte, war diese Reduktion der Wirtschaft aus Börse und Unternehmen, ja, und nicht, dass das eigentlich wir in der Gesellschaft sind. Also Wirtschaft ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Wie man das gut darstellen kann, das weiß ich auch nicht, weil sobald, wenn man das, ist ja, der Begriff ist ja belegt, ne, also wenn man Wirtschaftsbilder sieht, dann macht er immer, findet eine Auktion statt, oder ist die Börse, oder irgendjemand hat einen Geldsäckel und handelt oder so. Ne? Das ist ja so diese, das insofern, ja, also ich habe da, gut, so nicht, das ist eine Aufgabe. Ich versuche auch immer zu erläutern, dass ich das Ganze gar nicht so kritisch sehe. Ich habe jetzt nicht die beiden Arbeiten geschaffen, mit den Zeigefingern zu sagen, die Börse, die muss dokumentiert werden, um als Mahnmal dazustehen in der Eingangshalle der Börse, dass sie alle sich benehmen sollen. Also mich interessiert es einfach, weil es ja ein Ausdruck menschlichen Handelns ist. Also wir können wahrscheinlich gar nicht anders. Und das ist auch eher, ich sag mal, so als beobachtender Blick gedacht, ohne da jetzt irgendwelche Worte zu sprechen. Also so sehe ich zumindest diese beiden Arbeiten. So aus dem Beweggrund habe ich die auch geschaffen. Ja. Sie haben ja selber gemerkt, also das wird ja ein bisschen auch als Provokation empfunden, dass eben etwas wie der Börsencrash dann als impressionistische Wasseroberfläche erscheint. War Ihnen das jemals ein Gedanke, als Sie das fertige Bild gesehen haben, dass man so darauf reagieren könnte? Oder? Nicht, dass man darauf reagieren könnte, aber dass das eben so impressionistisch weich dargestellt wird. Das war schon bewusst von mir so gewollt. Also ich hätte auch die Farben als Blöcke darstellen können, sozusagen. Aber das ist auch eine gewisse Spannung, dass das, was man sieht, ja nicht immer dem entspricht, was auch dahinter steckt. Und das ist, ich denke mal, der Gedanke auch, wie ich ja anhand dieser paar Beispiele zeigen wollte, dass da eine ganze Dramatik dahinter steckt, eine ganze Historie und einzelne Fälle und Geschichten und Schicksale. Und das alles so ein bisschen zu verwaschen, zu verwässern, das war so ein bisschen die, ich denke mal, eher der kritische Gedanke dahinter. Ein böses Phänomen. Gut, ich würde sagen, wir öffnen mal für Fragen aus dem Publikum. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Thema, zum Werk, zu dem, was wir soweit besprochen haben? Ja, natürlich. Ich würde jedes Jahr gleich eine Gruppe laufen lassen. Ich mag auch diese Willkür. Der 31. Dezember ist Ende, also es gibt ja keinen Anfang und kein Ende. Also das, ich denke mal, das darf man auch nicht vergessen. Dass ich jetzt erwähnt habe, der Untergang auch ein Neubeginn und die Zyklen darstellt. Da haben wir den Künstler eigentlich auch. Wie bitte? Auch da haben wir den Künstler eigentlich auch. Richtig, genau.
rein, also zum einen die digitale Form der Goldberg-Variation, da habe ich im Prinzip das Manuskript, die eigentlichen Noten digital gespeichert. Das ist im Prinzip ist ja ein, die Musik, die Takte ist ja ein steiles Raster und dann gibt es die Note C, die dauert dann über 4 Takte oder einen Takt oder so. Und so kann ich das ja natürlich sehr, sehr genau speichern und das wurde eben ausgewertet. Da habe ich am Anfang natürlich auch über nachgedacht, dass man natürlich auch eine Interpretation auswerten kann. Bei den Goldberg-Variationen fand ich es aus dem Grunde interessant, das eben nicht zu machen, weil die Goldberg-Variationen für das Cembalo geschrieben wurden, ursprünglich. Das Cembalo hat keine wirklichen Möglichkeiten, den Anschlag zu modulieren. Das heißt, es ist per se ein sehr, ich sag mal, statisches Instrument. Man kann sich an den Noten halten, die spielen, aber es besteht nicht die Möglichkeit, ich sag mal, kann schneller, langsamer spielen, aber eben nicht den Anschlag zu modulieren. Die Melody-Variationen wurden ein bisschen später geschrieben. Da gab es dann das Hammerklavier, das wurde dafür auch geschrieben fürs Klavier. Und also das geht jetzt vielleicht auch ins zusätzliche Teil. Da habe ich dann versucht, diese Modulation auch in gewisser Weise darzustellen. Also das könnte man auch so machen, man stellt sich oder spielt das Stück am Klavier und ich könnte natürlich auch die Dynamik aufzeichnen. Das habe ich jetzt beim Goldberg bewusst eben nicht gemacht. Genau, also das war die Frage zu den Goldberg-Variationen. Dann die andere Frage war der Unterschied zwischen der Darstellung, die statische Darstellung, impressionistisch. Also kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, als ich vorhin schon gesagt habe, ich hatte auch einige Auswertungen gehabt, da war das alles so ein bisschen wie ein Goldberger zu machen, das hat irgendwie auch nicht gepasst. Ich denke mal, da muss auch in gewisser Weise der Eingriff des Künstlers natürlich auch stattfinden, weil ich kriege das auch häufig gesagt, das ist eine Analyse oder es ist eine algorithmische Darstellung, da ist das wäre ja keine Kunst, weil das macht ja der Computer und das sind dann eben diese kleinen Entscheidungen, die ich natürlich auch beeinflussen kann, ist jetzt der Übergang fließend oder nicht, ist es Hochformat, Querformat, ist links, rechts, im Seitenverhältnis und solche Dinge eben. Genau, aber wie einige jetzt erwähnt haben, war das so gewollt, dass es eben dieses, ich sag mal, eher weiche Muster. Wie vorhin auch erwähnt, könnte man das Beispiel auch von den Gerhard Richter nehmen. Also die Fenster vom Kölner Dom ist eine reine Randomization-Anordnung von Farben. Was ist daran Kunst? Ich denke, die Kunst ist daran, ist eben der Effekt, der da ist. Also ich hätte auch auf dem in dem Prozess, in dem das entstanden ist, einige Entscheidungen treffen können, die das Werk hätten ganz anders ausschauen lassen können. Und ich habe aber bewusst entschlossen, dass das eben Leuchtarbeiten sind, dass die sehr stark leuchten. Das hat zum einen auch eine gewisse Anspielung auf den Ursprung gegen den Rechner. Das hat immer so eine Monitorwirkung, aber eben auch die digitale Auswertung. Und das ist, denke mal, dann auch eine subjektive Erfahrung. Also ich hatte diese Diskussion, muss ich offen sagen, im Bachhaus. Da gab es ein Gremium, das waren, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, das Leipziger Bach, der Bachverein, glaube ich, hatte die Schirm, die das Bachhaus auch leiten. Und da gab es eine Abstimmung. Ich glaube 3-2, die einen haben gesagt, sie wollen es, die anderen haben gesagt, sie wollen es nicht, weil die dagegen waren eben, haben argumentiert, weil es ja keine Kunst wäre, weil es ja ein Computer geschaffen hat und die andere, und das wurde mir dann gesagt, hat argumentiert, dass Bach ja nichts anderes gemacht hat. Also die mathematische, logische Anordnung von musikalischen Tönen, das ist alles sehr, sehr, sehr
regelbasierend. Das habe ich mir so gemerkt, also die Frage gestellt wird. Aber es ist ein interessantes Thema, was mich auch nach wie vor, sehr nachdenklich macht, weil man das ja auch gerade in den Computerkunst ist, ist es eben auch so eine neue Medien, teilweise auch eine Kunstform, die natürlich immer so ein bisschen kritisch betrachtet wird, was denn da für Kunst wäre. Und, das ist eine gute Frage. Ja, die Frage wird uns künftig noch häufiger beschäftigen, Artificial Intelligence, also das wird gerade ganz groß diskutiert. Ist das noch Kunst, wenn ein Künstler einen Computer programmiert, bestimmte Sachen zu machen? Und umgekehrt gibt es wiederum Leute, die sagen, nein, das ist Kunst, die vom Computer gemacht wird, wo man dann aber den Künstler ausblendet, der ja dann doch erstmal das Projekt startet. Also können Computer kreativ sein? Die Frage stellt sich bei uns momentan im Fach ganz stark. Und da geht sowas natürlich auch mit rein. Also eben, was passiert, wenn jemand einen Computer benutzt? Wie weit ist das noch ein künstlerisches Projekt oder inwiefern ist es ein informatisches Projekt? Oder eben die Gegenrede, es gibt eigentlich nur die Kreativität des Computers und der Künstler ist eigentlich sozusagen außen vor. Das ist ein Fragenkomplex, mit dem wir uns im Fach immer häufiger beschäftigen. Gesehen hat, ob uns das auch was sagt. Also ich würde sagen, also es macht schon einen Unterschied, ob man weiß, was es darstellt oder nicht. Das würde ich sagen, das ist sehr wichtig, weil wie ich auch erwähnt habe, jedes Mal, wenn ich Leuten sage, was dahinter steckt, die das vorher nicht wussten, je nachdem, wie gut sie sich mit dem Thema auskennen, dann natürlich ihre eigene, wie man das ja auch bei fast jeder Kunstform hat, aber jeder bringt ja seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Historie mit, wenn man das jetzt nicht von einer akademischen Seite betrachtet, und jeder hat dann seine eigene persönliche Reaktion darauf. Ob das im Kaufhaus hängt oder im Museum, würde ich sagen, ist da wahrscheinlich genauso wie bei Van Gogh auch eine persönliche Einstellung. Wenn es jetzt in der Nähe der Börse hängen würde, wäre es ja nicht im Museum, es kann auch auf der Straße oder anders. Also, aber ich denke mal, das mit dem Ort zu verknüpfen oder mit der Person, ich sage, hier ist ja jetzt keine Person dahinter, das ist natürlich immer ein interessantes Spannungsverhältnis. Was ich dazu vielleicht auch noch sagen möchte, ist, dass diese Arbeiten jeweils von mir immer in Paaren gemacht werden. Die Verdi-Goldfeld-Variation, Dax, Dow Jones, Hitchcock, Kubrick, da habe ich noch Asterix und Tim und Struppi als Comicbücher. Und dass die Arbeiten nicht nur in ihrer eigenen Form existieren oder betrachtet werden, sondern eben auch im Gegensatz oder im Kontrast zu einer ähnlichen anderen Form. Was das Interessante bei dem Dax und Dow Jones ist, das habe ich jetzt aus der Präsentation rausgenommen, das hat man natürlich schön gesehen im Kurzverlauf von Dax und Dow Jones, wenn man die übereinander legt, sind die natürlich fast identisch, weil die Märkte ja alle verknüpft sind global, und wenn man die beiden Arbeiten nebeneinander sieht, sieht man natürlich eben diesen Parallelverlauf, also jetzt anders als bei Goldberg und bei den Diabelli-Variationen. Und das, ich denke mal, das wäre für mich dann auch interessant, immer die Arbeiten in diesem Spannungsfeld, nicht nur in der Arbeit, also die Datengrundlage an sich, sondern eben auch mit diesen bewusst gewählten Gegenständen. Also ich würde vermuten, dass ein Benzin- oder Dieselmotor auch so weit von Ihnen weg ist, ohne Ihnen zu nahe zu treten, auch von mir ist er so weit weg, weil wir die Komplexität sozusagen da nicht mehr begreifen können. Das ist ja gerade das, was wir geschafft haben.
über die Zivilisation hinzukommen, dass wir technologische Möglichkeiten haben, ein Gebäude bauen. Ja? Was ist das? Also was Sie auch gezeigt haben, die Elbphilharmonie. Wie weit ist die weg von meinem Verständnis? Ich verstehe das überhaupt nicht, was da läuft, aber ich finde das Ergebnis hervorragend. Und wenn ich da drin sitze, hat das eine tolle Akustik. Und ich würde sagen, die Finanzmärkte sollte man genauso betrachten. Wir müssen das nicht alles verstehen, was da läuft, aber es ist ein ganz wichtiges Element unserer Wirtschaft. Und wir haben so lange gebraucht, um da so weit zu kommen, um solche Automotoren herzustellen, um solche Gebäude zu bauen, um eine solche Form der Zuordnung von Kapital zur Wirtschaft. Was ja vorher hat es der Fürst gemacht, ja, jetzt machen es wir mit unseren Anlagen, die Pensions machen es, also wir machen es mit diesen Instrumenten. Und das mit dem Sozialen, das, langer Streit, soziale Marktwirtschaft, und wo kommt das Soziale da rein und wie geht das in diese Wirtschaftsstrukturen rein, auf Unternehmensebene, also sagen wir so, ich finde, in Deutschland haben wir einen guten Weg gefunden. Wir haben sehr starke Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, die gemeinsam sich um Themen kümmern, wo der soziale Aspekt in vielen Dimensionen auch mit aufgenommen wird. Und wenn ich mir die Unternehmen anschaue, was die machen, im Moment hängen die Unternehmen sehr an ihren Arbeitnehmern, weil sie auch wissen, der Fachkräftemangel spricht dafür. Also ich würde es nicht ganz rausdiskutieren. Ich bin aber insofern voll dabei, das ist ja auch das Credo, dass man die Wirtschaft nicht allein laufen lassen kann, sondern die braucht Begleitinstrumente, die dafür sorgen, dass halt wir eine ordentliche sozusagen Unterstützung haben für Leute, die keine Arbeit haben, dass wir in der Rente die ordentliche Unterstützung haben und so weiter. Also deswegen, die Wirtschaft braucht Regeln, die kann das nicht, oder die Unternehmen können das nicht alleine machen. Wenn ich eine Sache noch sagen kann, das ist, weil wir hatten das in der Wissenschaft, ist ja hier auch Wissenschaft und Kunst, wir hatten in der Wissenschaft, haben wir ja auch die Diskussion, in der Mathematik sind Computerbeweise Beweise. Ja, und was wurden sich die Köpfe da wundgebildet, ob sie sind? Ja, das ist, die Ökonomen sind da eigentlich so ein bisschen gnadenloser, die sagen, wir sind ergebnisorientiert, ja, das, was rauskommt. Egal, wie es entstanden ist, ja, das ist, uns interessiert das Ergebnis, und wenn das, wenn das Ergebnis gut ist, dann ist ja egal, auf welchem Weg man hingekommen ist. Das heißt, wir würden diese Diskussion, glaube ich, in der Mathematik ist sie mittlerweile meines Erachtens auch entschieden, ja, das ist, wenn der Beweis mit dem Computer folgt, ist ein Beweis, ja, weil das ist ja nachvollziehbar und nachprüfbar. Jetzt Kunst muss man nicht alles nachvollziehen und nachprüfen, ja. Aber als Ökonom würde man sagen, das Ergebnis, wenn es ein Museum kauft, dann war es wohl Kunst. Ich übertreibe, ja, das ist, aber wir sind sehr ergebnisorientiert, ja, das Instrument ist die Kunst. Wir haben es in der Ökonomie auch, wir haben viele Simulationen, die wir jetzt machen können, die wir vor 10 Jahren nicht machen konnten, weil die Rechenpower sich so geändert hat, und das ist natürlich das Instrument, was wir dann auch nutzen, um diese Simulation zu fahren. Genau, also ich würde sagen, wie ich es ja auch erwähnt habe, es ist immer eine Diskussion, ist das Kunst, ist Computerkunst Kunst, ist Reaktion der Besucher ist meines Erachtens immer sehr, sehr positiv, mit den Galerien in Gespräche zu kommen. Das ist dann manchmal auch immer so ein bisschen, ja, das, da gibt es auch welche, die sich darauf spezialisieren, aber da ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, schon noch eine Hürde. Aber die, was ich vielleicht noch erwähnen wollte, was vorhin gesagt wurde, der Computer, also mein Standpunkt ist, dass der Computer ein Werkzeug ist, wie Pinselwerkzeug ist, wie der Marmorwerkzeug ist, also ist auch, ob ich jetzt die Börsendaten auswerte von Yahoo, Finanzen.de oder ein anderer Künstler, da wird was ganz anderes rauskommen. Das Thema, das ist auch in gewisser Weise die Frage, wie man diese Werkzeuge anwendet als Künstler. Zum anderen, und das ist auch, ich denke mal, eine interessante Thematik, also ich habe immer auch den Anspruch, dass ich zumindest versuche, so viel wie möglich selber auch zu machen als in der Umsetzung, dass ich da nichts outsource an irgendwelche Programmierer oder an Fertigungsbetriebe. Durch meine Arbeit in One-to-One arbeite ich auch mit vielen namhaften Künstlern zusammen, die auch den Standpunkt vertreten, dass die so viel wie möglich auch der Umsetzung, da geht es rein um das Konzept, das Konzeptionelle, und die sagen, die ganze Fertigung, das gibt dann irgendwie oder Studenten, die das machen, oder es wird einfach outgesourced, und die Umsetzung, das ist so, ich sag mal, ein industrieller Betrieb dann auch geworden. Ich denke mal, das ist auch eine interessante Frage, wo ist es noch Kunst, wenn es
vom 3D-Drucker geschaffen wird, per Knopfdruck, oder muss da noch ein gewisser Prozess dahinter stecken. Ich denke, also ich habe da meine eigene persönliche Standpunkt, dass ich eben versuche, auch schon auch alles zu verstehen, wenn ich jetzt einen Programmiercode schreibe oder mich ein bisschen mit, also ich habe jetzt kein Studium der Wissenschaft, Wirtschaft schnell noch absolviert, aber es ist so ein bisschen auch dann so ein bisschen Verständnis dafür entwickle, wie funktioniert und was es da eben auch für Daten gibt, die man herbekommt und so weiter. Aber genau. Aber die Frage, also ich würde sagen, Betrachter, die Reaktion ist immer sehr positiv und die Diskussion ist Computerkunst. Kunst ist auf jeden Fall auf dem Level der Galerien, also gerade auch in New York, weil es eigentlich keine, es gibt zwei Galerien, die sich die sich darauf auch spezialisiert haben, aber generell die anderen Galerien, da ist man immer so ein bisschen. Aufhängen würde ich die sofort. Wir sind ein öffentliches Institut mit öffentlichen Geldern. Insofern weiß ich nicht, ob wir uns den Künstler leisten können, aber aufhängen würde ich sie alle mal, weil wir sind tatsächlich ein Nutznießer. Wunderbar, das besprechen wir gleich noch. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Fragen und die Diskussion und natürlich ganz besonders noch einmal bei unseren Gesprächspartnern heute Abend. Vielen Dank nochmal.